Jetzt sieht man ihn wolkenfrei. Der höchste Berg Balis, Mount Agung, knapp 3000 Meter hoch. Da geht's morgen früh hoch. Ich freue mich. Guten Morgen. Es ist mal wieder mitten in der Nacht. Und heute geht es auf den Mount Agung, 3000 Meter hoch. Die müssen wir zum Glück nicht alle hochlaufen, sondern es ist nur knapp über 1100 Höhenmeter. Ich bin gespannt auf die Aussicht und ob sich das frühe Aufstehen wirklich gelohnt hat. Also, komm mit! So, also da unten ist der Startplatz. Das sieht man, glaube ich, jetzt später, wenn es hell ist. Es gibt hier so kleine Kioske, wo man anscheinend Sachen kaufen kann. Aber wie es scheint, ist gar nicht so viel los. Der Startpunkt ist passiert und jetzt geht es hier auf so einem etwas matschigen und wurzeligen Weg nach oben. Erinnert ein bisschen an den Mount Batucaro, das ist der andere Berg, den ich hier in Bali gemacht habe. Schaut gerne in der Videobeschreibung mal nach, da findet ihr den Link. Oh, bin ein bisschen außer Puste, aber bin mal gespannt, wenn wir die Baumgrenze erreichen, wie es dann wird. Und dann findet man irgendwann so ein Schild. Ich weiß nicht, was es heißt, aber vielleicht irgendwas mit Doktor? Keine Ahnung. Vielleicht wisst ihr das. Die Baumgrenze ist erreicht und ich mache eine kurze Pause hier gerade. Wasservorräte auffüllen. aber die Aussicht ist allein schon jetzt mega. Man kann hier runterschauen und man sieht Bali erleuchtet. Man kann tausende Sterne erkennen am Himmel, weil es ja einfach sehr dunkel ist. Das kann meine Kamera leider nicht so gut mit aufnehmen. Ja, ihr müsst einfach die Tour auch machen, dann werdet ihr das auch sehen. Das sieht einfach richtig, 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 richtig cool aus. Und ich bin nicht mal oben. Bin gespannt, wie es oben aussieht. Ja, anscheinend hier auf 2500 Metern waren vorhin Leute, weil hier kuckelt noch irgendein Feuer. Aber ich sehe auch Leute oben. Ich glaube, das erkennt man auf der Kamera nicht gut, aber da sieht man so ein paar Lampen hin und her flackern. Also von daher, es sind auf jeden Fall noch Leute unterwegs. Ja, kaum ist die Baumgrenze erreicht, schon wird der Weg auch ganz anders. Sieht hier richtig steinig aus und bisher jetzt hier gerade 100% Steigung gefühlt. Aber Komoot sagt, ich bin richtig und heute vertraue ich mal Komoot. So, die Sonne geht auf. Ich habe noch 150 Höhenmeter zu gehen und dann bin ich oben. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Video erkennen kann, aber es zieht auch so eine Wolkenbank rein. Das heißt, es kann sein, dass man gar nicht mehr Bali dann sieht, aber dann einfach über den Wolken ist, was natürlich auch cool ist. Ja, ich bin gespannt. Noch 150 Höhenmeter und der Weg ist tatsächlich einfach geradeaus über Stock und Stein. Also Komoot hat tatsächlich diesmal immer recht, aber einfach, weil es keinen Weg gibt. Man sieht nur ab und zu mal wieder so weiße Markierungen, aber es ist wirklich einfach geradeaus hoch. Ich bin jetzt oben angekommen. Die Aussicht ist einfach mega cool. Die zeige ich euch jetzt als erstes Mal und dann erzähle ich auch ein bisschen. Also, ja, wie man sehen kann, das Kraterinnere dampft tatsächlich, das sieht man irgendwie hier im Hintergrund so ein bisschen. Das ist noch ein aktiver Vulkan, 1963 ist er richtig groß ausgebrochen, da sind viele gestorben. Und um die 2000 herum war der letzte Ausbruch, der war jetzt nicht so spektakulär. Der Flughafen wurde gesperrt und das, was wir auch kennen von dem isländischen Vulkan in Europa. Aber es sind nicht so viele gestorben oder glaube ich keine gestorben. Ich bin nicht auf der Spitze des Agungs, die ist dort, aber der Weg wäre echt lang gewesen und ich glaube doppelt so lang gewesen, also nee, das wollte ich mir dann doch nicht in der Nacht antun, aber das ist immer noch gut genug, muss man ehrlich sein. Aber wenn man runterschaut, ist es schon krass, dass man das ganze Ding hochgegangen ist und wie steil das ist, sieht man glaube ich gar nicht auf der Kamera. Da muss ich jetzt gleich wieder runter, das wird ein Spaß, sage ich euch. Ja, noch eine Side-Story. Hier oben sieht man relativ viele Ufergaben stehen und auch wenn man runterschaut in ins Krater, sieht man relativ viele, die reingefallen sind vom Wind.
Der Ort ist hier für Balinesen heilig tatsächlich, weil hier deren Gott Shiva wohnt. So zumindest das, was ich gelesen habe. Und ja, deswegen kommen hier anscheinend auch viele Locals hin, um hier zu beten, anscheinend zu gewissen Anlässen. Aber bei der Aussicht lohnt sich das auf jeden Fall, ne? Ja, bevor es jetzt mir zu freezy hier wird hier oben, mache ich mich jetzt mal auf den Abstieg. Da unten sieht man auch schon ein paar Leute, zwei, drei, die da hochkommen und eine Familie, die runtergeht. Das wird spannend, sage ich euch. Ja. Im Dunkeln sieht man das Ganze nicht und hoch ist es auch noch immer einfacher. Ja, es wird eine Kletterpartie, so viel kann ich schon mal sagen. Das war jetzt hier die einfache Stelle. Da gab es noch schwierigere. Ja, das Problem hier ist nicht, ist natürlich auch die Steilheit, aber eben, dass man überall solche Steine hier hat, die alle so lose sind. Das heißt, man kann sich auch nicht so gleiten lassen. Die Hälfte rollt runter. Aber gut, bei so einem Ausblick lässt sich das Ganze auch aushalten, aber ich glaube, ich werde noch eine Weile brauchen. Aber wenn ich das richtig sehe, ist da unten der Tempel. Die Tempelanlage, da muss ich dann hin. Sieht gar nicht so weit aus, aber ja, mal schauen. Ja, also der Weg, den würde ich mir auf jeden Fall als T4 oder T5 einstufen, wenn man das so vergleicht mit alpinem Gelände, weil es gibt keine wirklichen Wegmarkierungen und man läuft eigentlich die letzten 250 Höhenmeter über Geröll. Und das ist aber nicht mal Geröll, weil Geröll, da kann man sich immer so schön gleiten lassen, aber hier ist es einfach extrem steil und ja, einfach erkaltete Lava oder Magma oder wie das heißt. Hier, wie man es gerade sieht, das ist quasi der Weg nach oben. Den hätte man auch nehmen können, es hätte keinen Unterschied gemacht. Aber was echt cool ist heute, und deswegen habe ich heute echt den perfekten Tag erwischt, ist, man hat keine Wolken oder kaum Wolken und kann relativ weit schauen. Und das ist schon mega cool, muss man sagen. Da hinten sieht man übrigens Nusa Penida und Nusa Lembonjan. Die habe ich ja auch schon aus dem anderen Berg, aus dem Mount Batucaro sehen können. Nur jetzt wirkt es einfach noch mal ein bisschen näher und größer. Den Berg übrigens, ich glaube, dass das der da hinten ist, der durch die Wolken schaut, Mount Batucaro. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, jetzt wird es hier ein bisschen grüner, man sieht es am Wegesrand. Und der Abstieg fällt mir zumindest deutlich leichter, weil man immer so Steine hat, wo man weiß, die werden nicht wegrutschen, da kann man sich dran abstützen. Im Vergleich zu oben. Und ich bilde mir ein, dass es auch nicht ganz so steil ist. Aber gut, wenn man darüber schaut, geht es auch schon relativ steil hoch. Also ja, vielleicht ist die gleiche Steilheit, sondern einfach anderer Untergrund. Aber erstmal die Aussicht genießen. Ja, jetzt hatte ich noch ein bisschen Rock Climbing hier hinter mir. Aber das ist jetzt auch ein Kindergarten im Vergleich zu dem, was vorher war. Und da fängt jetzt der Dschungel an, der wirkliche Dschungel. Da sieht man schon die Bäume. Und auf geht's into the jungle. Die letzten 200 Höhenmeter gehen jetzt hier nochmal durch so einen Wurzelpfad, Matschpfad. Das kommt mir so ein bisschen bekannt vor
vom Mount Batocaro, den ich ja auch bestiegen habe. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich verlinke euch das mal. Ja. Aber jetzt habe ich es gleich geschafft. Ich denke noch 20 Minuten oder so, dann bin ich unten. Ich bin wieder am Fuße des Bergs angekommen, hier am Purapasa Agung-Tempel, um genau zu sein, für die, die es nachlaufen wollen. Es waren jetzt 1200 Höhenmeter hoch, 1200 runter ungefähr. Da oben sieht man es, da war ich oben. Verrückt, dass man da in der Nacht hochgekraxelt ist. Die Alternativroute wäre vom Pura Besaki-Tempel aus gewesen. Die ist aber 1800 Höhenmeter und soll noch mal ein bisschen knackiger sein, auch von den Steigungen her. Von daher alles richtig gemacht mit der Route. Das hat, glaube ich, gereicht. Und ja, insgesamt war ich jetzt, man hört am Hahn, es ist 8 Uhr morgens, 5 Stunden unterwegs, wobei ich so 40, 50 Minuten am Gipfel war ungefähr. Das heißt, Gehzeit 4,5 Stunden, würde ich mal sagen, maximal. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht für euch. Kanal abonnieren, damit ihr keine neuen Abenteuer verpasst. Und ich gehe jetzt erstmal ins Hotel, mich einmal waschen und frühstücken, um die Energiereserven aufzufüllen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Abenteuer. Macht's gut. Ciao. So, noch ein Nachwort. Ich wurde jetzt gerade am Parkplatz tatsächlich nochmal nach einem Ticket gefragt. Ticket, Ticket, Ticket auf einmal. Und darum ging es nicht um ein Parkticket für irgendwie ein paar tausend Rupien für den Roller, sondern die wollten dann auf einmal viel Geld haben. Und ja, ich habe einfach gesagt, ich habe gestern bezahlt, weil ich oben geschlafen habe. Und das war dann auch in Ordnung nach zweimal hin und her fragen. Aber ich habe extra geschaut, der Berg ist umsonst, man muss nichts zahlen. Die wollen halt einfach Geld mit einem machen. Nur, dass ihr Bescheid wisst, ihr braucht nichts zahlen. Gibt das Geld lieber irgendwelchen Locals hier in den Reisterrassen, die freuen sich umso mehr. Also, macht's gut. Los geht's.